willkommen zur vorletzten Folge Pechkeks Adventskalender, Türchen Nummer 23 am Start. Ja, heute ist auch der vierte Advent, deshalb erstmal schöne Grüße gehen raus und einen besinnlichen vierten Advent. Morgen ist ja dann Heiligabend, Bescherung, das 24. Türchen, was ganz Besonderes, oh mein Gott. Aber wir schauen uns jetzt erstmal die 23 an. Die befindet sich nämlich hier unten am Arsch der Welt. Dann haben wir noch einen kleinen Lebkuchenmann. Ah, der sieht ja richtig aus mit seinen komischen Lippen. Das machen wir jetzt erstmal auf. Nein, da fliegt der ganze Kalender um. Jetzt habe ich auch noch die Pappe zerrissen. Das wollte ich mir doch hinstellen, Junge. Als Bild. Aber wir machen wieder ein Türchen auf. Ach, ein Tütchen meine ich hier, ne? Eine Tüte, ein schwarzer Keks. Oh, und der Keks ist auch schon kaputt. Da fliegt alles durch die Gegend. Den müssen wir gar nicht mehr zerbrechen. Und wir schauen mal nach dem Spruch. Oh mein Gott, ich kann das nicht lesen. Das ist kein Deutsch, Bruder. Chirusiert rof Tichros Ninjek. Oder so ähnlich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Ich versuche das mal daran zu halten. Wenn ihr das lesen könnt, schreibt es mal in die Kommentare, was das bedeutet. Keinen Schritt vor, drei zurück. Raff ich nicht. Keinen Schritt vor, drei zurück. Ach so, ja, okay. Ja, das ist rückwärts geschrieben. Mann, jetzt haben sie mich fast auf den Leim gehabt, ne? Keinen Schritt vor, drei zurück, bäm, und rückwärts geschrieben. Also, das ist ja total ausgefallen gewesen, oh mein Gott. Jetzt werde ich natürlich wieder den Keks essen. Da haben sie mich auf dem Semmel gehabt. Und wir melden uns morgen zurück. Beim Türchen Nummer 24, das größte Türchen von allen. Und schauen, was darin enthalten ist. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.